Heute möchte ich euch meine Campingausrüstung vorstellen, die ich bei meinen Motorradtouren dabei habe. 2019 hatte ich noch eine große Q-Bag und eine selbstaufblasende Matratze dabei. 2020 versuchte ich alles in einer Q-Bag unterzubringen. Das ist das Ergebnis. Eine Fließdecke habe ich dabei, falls es mal kälter werden sollte. Eine kleine kompakte Luftmatratze, die leicht zu füllen ist. Mein Kopfkissen für Komfort und guten Schlaf. Ein kleiner Campinghocker. Ein kleiner Campingtisch. Mein Zelt. Mein 15 Jahre alter Aldi-Schlafsack. Das passt da wirklich alles rein. Den Zeltaufbau habe ich auf einem Campingplatz in den nördlichen Vogesen gefilmt. Daran seht ihr, dass das echte und geprobte Ausrüstung ist. Das Innenzelt wird mit 4 Heringen fixiert. Gespannt wird das Zelt mit einer Fiberglasstange. Gesichert wird diese mit 2 weiteren Heringen. Jetzt kommt das Außenzelt drauf und wird an der Fiberglasstange befestigt. Jetzt an den 4 Eckpunkten die Heringe einschlagen, dabei nicht zu sehr spannen. Danach die Spitzen des Zeltes mit 2 Heringen sichern. Jetzt die seitlichen Heringe und die Spannseile befestigen. Die Liegefläche des Innenzelts beträgt 255 x 145 cm. Dabei sind die 255 cm über die Spitzen gemessen. Die Höhe beträgt maximal 110 cm. Für eine Person ist das eine Menge Platz. Das Packmaß des Zeltes ist 13 cm Durchmesser und 56 cm Länge. Das Gewicht beträgt 2,2 Kilogramm und die Außenplane hat eine Dichtheit von 3000 mm Wassersäule. Jetzt kommt die Luftmatratze. Die ist klein, kompakt und wird mit einem mitgelieferten Luftsack aufgeblasen. Luftmatratze ausbreiten und Luftsack an Ventil anschließen. 4 bis 5 Mal pumpen und die Matratze ist gefüllt. Noch den Schlafsack ins Zelt und alle Verpackungen in die Q-Bag. Dann sind wir fertig für die Nacht. Bei dem Zeltaufbau habe ich 2 Gegenstände in das Zelt gelegt, die ich hier nochmal separat zeige. 2019 habe ich abends auf der Luftmatratze gesessen und gekocht oder am Laptop gearbeitet. Das wollte ich ändern. Dafür habe ich mir einen kompakten Campinghocker und Tisch gekauft. Den schnellen Aufbau zeige ich euch jetzt. Der Hocker wird einfach nur auseinandergefaltet und ist dann einsatzbereit. Er hat ein Gewicht von 770 Gramm, das Packmaß ist mit 10 x 10 x 37 cm akzeptabel. Der Tisch besteht aus 2 Teilen, die Tischfläche ist 39 x 34 cm groß, das Tischgestell hat eine Höhe von 32 cm. Er wiegt 850 Gramm und kann angeblich mit 23 kg belastet werden. Das Packmaß ist mit 40 x 14 x 6 cm angenehm klein.